BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Wer kennt es nicht, das Gefühl, dass Politik nicht selten über die Köpfe der Bürger hinweg gemacht wird. Schließlich kann sich der kleine Mann ja kein Gehör verschaffen, seine Ideen, Wünsche und Anregungen gelangen erst gar nicht an die Ohren der Macher in Kommune, Land und Bund. Dass dem nicht so ist, möchte Thomas Poreski, der grüne Reutlinger Landtagsabgeordnete, zeigen. Deswegen hält er regelmäßig eine Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreisbüro in Reutlingen ab. Und wir waren für Sie bei einer solchen Sprechstunde dabei. Thomas Poreski begrüßt die Bürger aus seinem Wahlkreis, die mit ihren politischen Fragen, Anliegen und konkreten Hilfegesuchen zu ihm gekommen sind, persönlich. Der direkte Kontakt zu seinen Wählern oder auch Nichtwählern ist ihm wichtig. Wir sind gewählt, um da eine entsprechende Dienstleistungsfunktion zu haben. Das heißt, wenn Bürgerinnen und Bürger Fragen haben, nicht weiter wissen, dann gucken wir, ob wir einen Lotsendienst spielen können, sagen, passen Sie auf, an der und der Stelle werden Sie richtig aufgehoben. Oder aber, wenn es zum Beispiel Beschwerden gibt über Verwaltungshandeln, dass wir schon nachfragen, sagen, was ist denn das? Ja? Schulische Inklusionen sei ein großes Thema, mit dem er immer wieder konfrontiert sei. Es kämen viele Anfragen von Eltern, die nicht mehr weiter wüssten. Da muss ich sagen, ist so der Kontakt, also sowohl zu den Sozialbehörden als auch jetzt zum Beispiel zum Schulamt so, dass da sehr lösungsorientiert gearbeitet wird. Der Grünen-Politiker ist von seinem Konzept, die Bürger direkt im persönlichen Gespräch anzuhören, überzeugt. Schließlich nutze es beiden Seiten. Also ich kann es empfehlen, weil die Rückmeldungen in der Regel sehr gut sind. Also vor allem, wenn die Leute das Gefühl haben, dass da wirklich kompetent geholfen wird, dass es eine Wirkung hat, dann ist es, glaube ich, was auch den Abgeordneten erleichtert, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Stimmung sind, aber zum Beispiel auch ein Gefühl dafür, haben Menschen vor bestimmten Behörden eine besondere Scheu. Ja? Da muss man dann auch nachfragen, warum ist es so? Die Sprechstunde von Thomas Poreski findet jeden ersten Montag im Monat in seinem Wahlkreisbüro in Reutlingen statt. Und auch viele seiner Kollegen stehen regelmäßig für Gespräche mit der Bevölkerung bereit. Die Termine finden sich auf den jeweiligen Internetseiten. Für Michael Dont, den Reutlinger Bundestagsabgeordneten der CDU, kann sich das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen sehen lassen. Für ihn ist der Vertrag ein fairer Kompromiss zwischen Union und SPD. Auch der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann bewertet den Koalitionsvertrag gut. Die über 180 Seiten tragen eine klare sozialdemokratische Handschrift und versprühen den Geist des Aufbruchs. Heike Hensel hingegen findet, dass der Koalitionsvertrag ein Dokument des Scheiterns der SPD-Führung ist. Die SPD habe nicht im Sinne der Bevölkerung gehandelt, erklärte Hensel von der Partei Die Linke. Der Tübinger Chris Kühn von den Grünen hält den Koalitionsvertrag verlustlos. Die neue alte GroKo habe augenscheinlich keine Vision vom großen Ganzen. 11 Schülerinnen und Schüler aus der Kinderakademie Hülben-Münsingen haben erfolgreich am Wettbewerb der landesweiten Mathematik-Olympiade teilgenommen. Einer davon mit Auszeichnung. Jetzt überreichte ihnen ihr Lehrer die Urkunden dafür. Die Kinder hatten Aufgaben zu Hause bearbeitet und 2 Klausuren an der Kinderakademie geschrieben. Sie mussten verschiedene Logik- und Geometrieaufgaben innerhalb von 60 Minuten lösen. Für jede Stufe erhielten sie eine Punktzahl, die über den Gesamterfolg entschied. Soweit die BW1-Nachrichten mit dem Wichtigsten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.